Was geht ab, Leute? Hunger? Ich muss das mal Pokémon wechseln. Und bei dem X-Raid heute, ich habe heute sogar drei. Überraschenderweise. Oh, mache mal, läuft direkt in die Attacke rein. Frisur sitzt nicht, Wind ist heute heftig. Ich hoffe, ihr hört mich. Wir nehmen dich schnell mit, machen Glückstausch. Machen noch zwei andere X-Raids. Heute keine Rampenlichtstunde. Rampenlichtstunde und Wunderbonusstunde fällt diese Woche aus. Rage-Stunden, davon habe ich nichts gehört. Sollte ganz normal am Start sein und diesmal mit Rüstungs-Mewtwo. Ich bin gespannt. Ich bin am Start hoffentlich, falls irgendwo was stattfindet, weil bei Bogios ging ja gar nichts. Aber nichtsdestotrotz haben wir durch die Bogios Rage-Stunde diese X-Ray-Anladung hier bekommen. Und vielleicht kriegen wir ja endlich mal ein gutes Gigigigas. Also wir haben 96er Tech 15, sollte reichen, aber besser geht immer. Heute Abend, für euch gestern, startet auch das neue Event. Man kann zweimal am Tag Spezialtausch machen. Ein paar neue Shinies sind am Start, ein paar Pokémon sind am Start. Raid Day ist am Start am Sonntag. Aber für mich ist das erstmal wichtig, zweimal Tausch am Tag. Das werde ich mir direkt gönnen und demnächst seht ihr dann das Update meiner Shiny Lucky Sammlung. Jetzt erstmal gönnen wir uns ein Gigas. Leidend. Der Tausch wird neben mir hier eingeblendet. Und wenn ich schon mal hier bin, können wir auch direkt Paragen machen. Also was heißt Paar? Den einen habe ich mich schon gesetzt. Und die anderen zwei mache ich noch schnell, bevor es wieder zum nächsten X-Raid geht. Und der ist sogar an einer Arena oder einem Gebiet, wo ich eigentlich nie bin. Und ich war da noch nie. Deswegen muss ich mal auf die Karte schauen, wo diese Arena überhaupt ist. So, dann schauen wir doch mal, wo diese Arena ist. Wegbeschreibung. 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 Okay, jetzt. So, kleiner Zeitsprung. Ich wollte eigentlich zum zweiten X-Raid. Also dazwischen hatte ich eh noch Zeit. Aber es ist ein 100er Bumbling reingekommen und der fehlt mir noch. Problem ist, Wetterboost, also könnte Wetterwechsel sein. Und die Stunden-Spawns in letzter Zeit werden nicht garantiert angezeigt, also die sind immer sehr unzuverlässig, sag ich mal. Oft sind sie dann gar nicht da. Ihr wisst, Kaumalat, Shiny Jagd, die Tour, da waren Kaumalats, wurden uns angezeigt, die waren in echt nicht da und sowas. Und es ist halt ein Stunden-Spawn, deswegen schaffe ich den auch, aber die Stunden-Spawns in letzter Zeit sind nicht zuverlässig. Also ich weiß nicht, ob er da ist. Falls ja, dann haben wir 900er, falls nicht, dann, ja, dann geht's weiter zum X-Raid. Wünscht mir Glück, Leute. Also da, wo ein Bammelin sein soll, ist auch eins. Frage ist, ist es 100? 783 muss der haben. Bin gespannt. Nee, ist es nicht. Entweder Wetterwechsel oder Falschmeldung. Schade. Schade, 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 schade. Das Gute ist, der X-Raid ist eh in diese Richtung. Also haben wir jetzt keinen Umweg dafür gemacht. Aber schon schade. Usch. Zeitsprung, Leute. Wir sind auf dem Weg zum dritten X-Raid und ich brauche dringend eine Toilette, ich muss dringend pinkeln. Ihr wisst ja, ich gehe gerne in den Uni-Gebäuden pinkeln, aber die haben heute irgendwie zu. Richtig leid, Faschingsdienstag. Irgendwie hat die Uni nicht offen. Jetzt brauche ich noch eine Toilette, bevor wir... Handy fast runtergefallen. Bevor wir den dritten X-Raid machen. Ich bin den zweiten Mal hier nebenbei ein, aber nichts Besonderes. Es war eine Gegend, wo ich noch nie war. X-Raid-Arena, wo ich noch nie war. Und ja, schlechtes Gigigigas. Oh mein Gott, da ist auch dieser Zettel. Da steht, glaube ich, auch 12 Uhr. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Sehr geehrte Damen und Herren, am Faschingsdienstag schließt das Gebäude um. Ah, das hatte länger offen, aber das ist leider auch schon zu spät für uns. Ja, leidend. Auf jeden Fall das Gigigigas. Genauso leidend wie meine Toilettenjagd. Sagt er jetzt. Ja, nicht mehr so viele Chancen. Keine Ahnung, wie lange der noch in den X-Rays ist, aber heute halt noch und dann das nächste Mal auch drei, glaube ich sogar. Aber das nächste Mal ist echt voll spät. Das ist gar nicht nächste Woche, sondern nächste Woche und nächste Woche Sonntag oder sowas. Also in 10, 11, 12 Tagen irgendwie sowas. Seht ihr das, Leute? Die Tür geht auf. Nee, warte, jetzt. Das hat zum Glück auch noch. Zufällig auch die X-Raid Arena. Akademie der feinen Künste. Für mich Akademie des Pinkelns.
Ihr seht diese Leute, glaube ich, nicht. Kann jetzt nicht ranzoomen. Zack. Aber wir sind hier geschützt und machen den Raid von hier drinnen. Windgeschützt, es ist warm. Gönnen wir uns auf den letzten X-Raid hier. Fängt in 5 Minuten an. Keiner weiß, dass wir hier sind. Okay, Nummer 3 war auch leiden. Blende ich nur kurz ein, weil echt nicht erwähnenswert. Ja, läuft nicht so mit Regigigas. Zum Glück ist er länger da als geplant. Vielleicht kriegen wir da noch einen guten. Auf jeden Fall hinter mir sind so ein Mutter-Sohn-Duo. Und der Kleine hat gerade einen Pass reingeschmissen für die 5 Kämpfe PvP. Und die Mutter hat sich ein bisschen aufgeregt. Boah, verschwend das doch nicht dafür. Das sind meine Pässe. Ich habe dafür Geld ausgegeben, dass die sind für Raids und so. Fand ich ganz witzig, die Interaktion. Jetzt nichts allzu Schlimmes. Einfach nur witzig. Yo, was geht, Leute? Ist ja nichts morgen. Gestern Abend hat das neue Event angefangen und überall sind irgendwelche Pokémon mit Mütze. Ist sogar eine neue Partymütze, also roter Partyhut anstatt der blaue für Pikachu. Das heißt, den braucht man nochmal. Ansonsten, Evoli kann man nicht entwickeln. Das heißt, man braucht eigentlich nur einen Shiny Partyhut Evoli für die, die sammeln. Oder für die 100er Sammler braucht man halt nur ein 100er Partyhut Evoli. Auf jeden Fall, nach 22 Uhr konnte ich meinen zweiten Glückstausch des Tages machen. Ich weiß nicht, ob ich es aufgenommen habe. Wenn ja, dann blende ich es hier ein. Und zwar habe ich ein Shiny Lucky Quappo jetzt bekommen. Was gut ist, weil ich hatte noch kein einziges Shiny Quappo, sondern man braucht ja zwei. Und das war mit einem Spoofer. Checkt das Video von gestern ab, da habe ich drüber geredet. Und da könnt ihr eure Meinung zu dem Thema abgeben. Ansonsten, heute ist Raid-Stunde, ich freue mich. Bogios ging ja überhaupt gar nicht ab. Und das erste Mal, wo Mewtwo mit Rüstung am Start war, ja, war nicht so toll. Die Leute waren nicht so gehypt auf den. Aber ich habe das Gefühl, dieses Mal ist es ein bisschen gehypter. Klar, er kann eine andere Attacke, PvP ist mehr im Fokus und dies und das. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt ein bisschen interessanter und beliebter bei den Leuten. Auch da eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr diesmal Bock auf Mewtwo mit Rüstung? Weil letztes Mal war es ja fast komplett tot. Keiner hatte Bock auf den. Ich bin auf jeden Fall hoffentlich am Start, falls was zustande kommt. Ist momentan noch in der Planung, also noch ist gar nichts fester. Aber ich versuche da irgendwo auf jeden Fall ein paar Raids zu machen. Abgesehen davon war es das, glaube ich. Sonntag, Raid Day. Morgen keine Wunderbonusstunde. X-Raids übernächste Woche. Ende nächste Woche, also sehr, sehr spät, komischerweise. Wie gesagt, über 10 Tage oder so bis zum nächsten X-Raid. Warum auch immer. Ich mache jetzt schnell dieses Video hier fertig. Dann treffe ich mich mit einem Kollegen. Ich bin, glaube ich, mit 3 seiner Accounts, 3 von 4 oder ich glaube sogar 4 von 4, Lucky Freunde. Also wenn es 3 von 3 ist, also 3 von 4, dann mache ich 2 Glückstausche, spezial, und ein irgendwas random, was weiß ich, Fleeknoll oder sowas. Kippuck wäre nice, wenn er hätte, am Start hätte. Wenn es 4 von 4 ist, dann mache ich heute 2 und dann irgendwann nochmal 2. Aber das seht ihr dann entweder auf Instagram. Oh, nee, das habe ich, glaube ich, auch erwähnt. 100er Barmelin ist reingekommen, den haben wir leider verpasst wegen Wetterwechsel. Schade, einer der wenigen, die mir noch gefehlt hatten. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.